Ja, liebe Mitglieder, wir haben eine große Veranstaltung vor uns, den 35. Deutschen Logistikkongress. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie diese Chance nutzen würden, auch gleichzeitig den 40. Geburtstag der BVL zu feiern. Es kommen tolle Leute. Wir haben starke Frauen, Angela Titzrath, Katja Wind und andere. Wir haben starke Minister, Peter Altmaier. Wir haben Carsten Spohr von der Lufthansa, der sicherlich kein Blatt vom Mund nehmen wird. Und ich war gerade beim BDI, beim Tag der Deutschen Industrie, und habe dort den Präsidenten, Herrn Professor Kempf, direkt erlebt. Und ich kann nur sagen, ein Genuss. Wir werden viele Punkte dort besprechen können. Beim Galaabend freue ich mich drauf, den amerikanischen Botschafter da zu haben, Richard Grenell, der ja sicherlich mit sehr profilierten Äußerungen in seiner Anfangszeit durch die Presse gelaufen ist, der aber doch viel reflektiertere Ansichten hat. Also ich bin gespannt, ob wir das herausmoderieren können. Ich freue mich auf die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, die früher Beiratsmitglied der BVL war. Ach, es sind so viele, man kann jetzt eigentlich nur verlieren, wenn man nicht alle nennt. Und insofern fehlen eigentlich Sie. Und Sie als Mitglieder bereichern diese Veranstaltung. Kommen Sie, nutzen Sie die Zeit, seien Sie einfach dabei. Wir freuen uns auf Sie.